der heißen Phase ist mittlerweile im Mikrowellenbereich. Das heißt, es sind sozusagen Mikrowellendetektoren, natürlich sehr genau konstruiert, nicht von einfacher Art. Und damit kann man nicht nur die Strahlung überhaupt sehen, sicher schon vor Jahrzehnten überhaupt detektiert worden. Man kann auch die genaue Intensitätsverteilung noch viel besser messen. Und damit auch Strukturen sehen. Und damit auch die Strukturen sehen, die dann, wie man erwartet, später zu Galaxien und alle möglichen geführt haben, was man dann später sieht. Das gibt uns so quasi einen Einblick in diese ganz allererste Phase, wo Quanteneffekte im Universum eine Rolle gespielt haben. Also man sieht quasi das Baby-Universum als seinen Fingerabdruck in dieser Hintergrundstrahlung. Sie waren ja zur Premiere von Illuminati in Rom, erlesenes Publikum. Ja. Der Film läuft ja heute in den Kinos an. Wie war das für Sie? Sehr eindrucksvoll. Also auf der einen Seite Antimaterie zu produzieren, und es gelang damals ja, Antiatome zu produzieren. Das war sehr hübsch und sehr, sehr schön für einen Physiker, das zu erleben. Aber so eine Premiere à la Hollywood ist auch nicht zu verachten. Insofern. Ich nehme an, Sie müssen jetzt wahrscheinlich noch mehr Post beantworten von Leuten, die besorgt sind über das, was da passiert. Ich kann Ihnen versichern, wir produzieren sicherlich keinen Gramm Antimaterie am CERN, aber die Untersuchung von Antimaterie hat natürlich mit diesen Themen viel zu tun, weil wir versuchen eben in einer gewissen Weise zu verstehen, warum es im Universum keine Antimaterie mehr gibt. Und diese Frage ist gekoppelt mit dem Überleben unseres Typs der Materie und damit unserer Existenz. Insofern gibt es da schon einen sehr ernsthaften Hintergrund. Gibt es da eigentlich sowas wie eine Art kirchliche Abneigung der Erforschung von Antimaterie oder des Urknalls oder sogar der Zeit vor dem Urknall? Gibt es da so? Also ich meine, wenn man an die Entwicklung der Astronomie denkt und ihr Verhältnis das Verhältnis der Astronomen und frühen Astrophysiker zur Kirche, muss man sagen, das war ja eher von Panik, Verbannung und eher negativen Dingen geprägt. Naja, das hat sicherlich sehr verschiedene Gründe. Aber zunächst möchte ich einen Witz erzählen. Es gibt diesen Witz oder die Frage, was machte Gott, bevor er die Zeit erschuf? Er schnitzte Routen für solche Leute, die solche Fragen stellen. Es ist natürlich sehr schwierig. Auf der einen Seite hat man ein Weltbild, in dem der Mensch eine bestimmte Rolle spielt. Oder anders gefragt, wir können uns ja fragen, warum sind wir an solchen Fragen interessiert? Auf der einen Seite sicherlich, weil der Mensch neugierig ist und alles wissen will, was er anpackt, sieht man schon bei kleinen Kindern. Aber das ist noch mehr. Auf der anderen Seite wahrscheinlich, weil wir mit einer Wirklichkeit konfrontiert sind, die wir auch als bedrohlich erleben, aber auch als, aber jedenfalls Geborgenheit suchen. Und Geborgenheit finden wir nur, wenn wir Strukturen verstehen, wenn wir also eine Ordnung entdecken. Und man möchte nun aus all diesen vielen Fragen, aus all den vielen Zufällen, die wir auch im Leben erleben, auch Dinge, die wir nicht vorhersehen können, irgendwie doch Gesetze entdecken, Ordnungen entdecken, die uns zeigen, es geht, ich sage ganz einfach, es geht mit rechten Dingen zu. Und das ist natürlich dann immer weiter zurück zu verfolgen, nicht? Woher komme ich? Woher kommt meine Kultur vielleicht? Woher kommt die Menschheit? Und letztlich, woher kommt das Universum? Also diese Frage hat dann schon unmittelbar Bedeutung für das Selbstverständnis des Menschen. Und wenn das eben so ist, dass man sagt, naja, da ist eine Hierarchie, die verwaltet das und die weiß genau, wie es ist. Und wenn du dich dieser Hierarchie anvertraust, das kann eine religiöse Organisation sein, das kann eine Partei sein, eine bestimmte Weltanschauung sein, es kann vielleicht auch ein bestimmtes Weltbild sein, was wissenschaftlich gestützt ist oder nicht. Also ein physikalisches Institut. Ein physikalisches Institut zum Beispiel. Wir wissen ja, wie schwer es neue Theorien haben. Einfach, weil man sich klammert an das, was man zu wissen meint, um Sicherheit zu haben, weil man sich damit identifiziert. Hilft Ihnen das tatsächlich, Ihre Forschung im Leben? Also haben Sie selber das Gefühl, dass Sie irgendwie, ich weiß nicht, sich mehr zu Hause fühlen im Universum oder wie man das nennen soll? Nicht wirklich. Wir konzentrieren uns auf die konkreten Probleme. Und es spielt sich alles in einem größeren Rahmen ab. Man hat diese gesamte Theorie. Es ist dann wirklich kein richtig großer Schritt mehr, ob man jetzt über vor den Urknall spricht oder die Zeit danach. Es spielt sich natürlich in sehr großartigen Skalen ab hier. Aber man gewöhnt sich natürlich mit der Zeit dran. Wenn man die Begriffe zunächst mal kennenlernt, dann hat man schon sicher Ehrfurcht. Aber am Ende wirkt es doch dann zur alltäglichen Beschäftigung fast schon. Bei Ihnen, also Sie haben ja ständig mit Leuten zu tun eigentlich auch, die aus dieser anderen Welt, also dieser eher, sagen wir mal, mythologischen Welt oder
existenziellen Frage. Ja, was Herr von Brück sagt, war schon richtig. Ich meine, in einer gewissen Weise ersetzen die Naturgesetze oftmals eben die 10 Gebote oder für manche. Die Orientierung, ja. Ich meine, die Frage ist die, in einer gewissen Weise für uns, wie sind diese Naturgesetze entstanden? Und war dabei Zufall im Spiel oder war das irgendwie, musste das so sein? Mhm. Und an der Stelle überkreuzen sich durchaus die religiösen und die wissenschaftlichen Fragestellungen, weil sie sind natürlich verschiedene Methoden, aber die Grundfragestellung ist schon irgendwie ähnlich. Gut, gehen wir mal Richtung Urknall zurück. Zeit scheint ja in eine Richtung zu laufen. Sie entfaltet sich wie der Weltraum sozusagen in eine expandierende Richtung. Würden wir dem Zeitfall in die umgekehrte Richtung folgen können mit einem Art Raumschiff Enterprise, läuft ja gerade im Kino, dann würden wir mit den Mitteln der einsteinschen Physik ausgestattet in einer sogenannten Singularität landen. Einem zwar einzigartigen und einmaligen Zustand am Anfang aller Zeiten, in dem jedoch die gesamte Materie des Universums all seine Energie in einem Punkt von Nullvolumen bei unendlicher Dichte und Temperatur zusammenfallen. Und Sie ahnen, damit lässt sich eigentlich wenig machen. Natürlich würden wir diesen Punkt auch niemals erreichen, niemals beobachten können, weil es uns vorher in die Bestandteile unserer Bestandteile zerlegt hätte. Einen solchen Anfang, eine sogenannte Singularität, kann man nicht wirklich beschreiben. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, versuchen Wissenschaftler seit langem, Theorien zu entwickeln, die sowohl Einsteins Relativitätstheorie, also die Gesetze der Gravitation, des Großen, mit der Welt der Quanten, also den Kräften im Kleinen, verbinden. Aber das ist so, als wolle man ein Sonnensystem mit einem Mikroskop kreuzen. Beides folgt ganz unterschiedlichen Gesetzen, mathematischen Strukturen. Und doch gibt es, wenn auch seltsame, Ergebnisse aus dieser Kreuzung. Die Stringtheorie und die Loop-Quantenkosmologie. Um das zu erklären, fangen wir am besten nochmal ganz bei Null an, beim Urknall. Dass es den Urknall gab, darüber sind sich die Forscher schon lange einig. Doch was hat ihn ausgelöst? Und war der Urknall wirklich der Anfang von allem? Oder existiert vielleicht noch etwas davor oder gar in einer anderen Dimension? Um dieses größte Rätsel der Physik zu lösen, versuchen die Wissenschaftler schon seit langem, die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantentheorie zu vereinen. Das Problem, beide funktionieren für sich, lassen sich jedoch nicht miteinander verbinden. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt den Makrokosmos, die Welt, wie sie sich seit dem Urknall entwickelte. Die Quantentheorie dagegen beschreibt den Mikrokosmos, die Bausteine der Materie. In dem unendlich dichten und heißen Punkt des Urknalls jedoch sind Makro- und Mikrokosmos untrennbar miteinander verbunden. Eine Möglichkeit, sich dem Punkt zu nähern, ist, und das ist etwas, was man auch empirisch beobachtet hat, ist, dass es in dieser Phase oder bei dieser Aufheizung der Welt zu einer Vereinheitlichung der Wechselwirkungen kommt. Das heißt also, das, was wir heutzutage als verschiedene Kräfte und Teilchen wahrnehmen in der Natur, dass also dieses alles aus einer einzigen Urkraft herauskommt. Und eine Möglichkeit besteht darin, dass man versucht, diese Urkraft zu finden. Das geht natürlich nur mit den Mitteln der Mathematik. Diese Bemühungen sind am weitesten gediehen im Rahmen der Stringtheorie, die versucht, die Wechselwirkungen, die Kräfte, die im ganz Kleinen wirksam sind, unter einen Hut zu bringen mit der Gravitation. Strings sind mikroskopisch kleine schwingende Saiten oder Fäden. Ihre Schwingungen, man könnte auch von Tönen sprechen, erzeugen die uns bekannten Elementarteilchen. Mathematisch funktioniert diese Theorie jedoch nur, wenn man zu der vierdimensionalen Raumzeit noch 6 weitere Dimensionen hinzurechnet. Diese Extradimensionen sind in der Vorstellung der Wissenschaftler aufgerollt. Das heißt, sie sind so winzig klein, dass man sie vielleicht nie wird sehen können. Auch die Strings selbst lassen sich bisher nicht beweisen. Und statt einer einheitlichen Theorie gibt es zahlreiche Theorievarianten, die zu unterschiedlichen Hypothesen über die Entstehung der Welt führen. Eine Überlegung führt zur Vorstellung von einem inflationären Universum oder Multiversum, einer gigantischen Erweiterung unseres Universums. Das stellt man sich so vor, dass unser Universum sowas ist wie eine Blase in einem Topf mit kochendem Wasser. Da entsteht eine Blase und dann vergeht die Blase wieder und gleichzeitig entstehen viele andere Blasen und die vergehen auch wieder. Und eine Vorstellung geht dahin, dass man sagt, unser Universum ist nicht das Einzige, sondern es ist einfach nur eine einzige Blase in einem solchen riesigen Mega-Universum.
Universum. Und dann ist eigentlich das einzige Besondere an unserem Universum, dass es unsere Existenz ermöglicht. In dieser Vorstellung hat die Welt schon immer existiert. Ständig werden neue Universen geboren und sterben. Und unser Universum ist nur eines von vielen. Eine andere Vorstellung geht von einem zyklischen Universum aus, das immer wieder kollabiert und expandiert. Auch der Urknall als absoluter Anfang wird von vielen Wissenschaftlern in Erwägung gezogen. Die meisten Ideen aber sprießen im Umfeld der Stringtheorie und ihrer Vorstellung von Extradimensionen. Eine sehr aktuelle Vorstellung, die in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt wurde, ist die, dass unser Universum, unser vierdimensionales Universum, möglicherweise eine Art Hyperfläche ist. Man spricht da von einer Bran, von Membran, also höherdimensionale Verallgemeinerung, dass also dieses Universum